So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich wollte ich gar kein Video zu Giratina machen, weil das war ja schon mal da. Ich habe auch damals den ersten Giratina-Raid, glaube ich, auf YouTube gestellt von mir und wollte heute eigentlich ein Video machen, der Abschluss-Raid mit Dialga. Was ich da als letztes für eins bekommen habe, nämlich mein Bestes und einen Trio-Raid mit Dialga habe ich auch noch im Gepäck gehabt. Habe ich aber noch nicht fertig gemacht, muss ich noch machen, denn heute ist so viel passiert. Das wollte ich einfach kurz mal zeigen. Kam vorhin heim nach Arbeit, hab da mal gefragt, wie es aussieht am alten Turm. Neue Arena, die ich noch nicht auf Gold habe. Fünfer Raid, ob jemand dabei ist. Da kamen die Kids natürlich wieder, haben mitgemacht. Also, Grüße gehen raus. Falls das jemand sieht, haben wir noch einen aufgegabelt, haben noch den Pierre getroffen. Zufälligerweise, der am Stadtwappen danach mit uns noch den Giratina Raid gemacht hat. Und da saß es plötzlich, ein 1927er. Ein 98-prozentiges Giratina, noch schnell mal mitgenommen auf dem Weg nach Hause. Ich habe dann auch schon Tschüss gesagt gehabt, bin dann losgelaufen. Ich habe, glaube ich, 2 Bälle gebraucht oder so. Das war auf jeden Fall Critical Catch. Im zweiten Ball Critical Catch war es dann drin. 1927 Giratina. Das ist mein zweites 98er, was ich jetzt davon habe. Und ich habe natürlich auch schon ein 100er von damals noch. Das habe ich damals ja auch gemaxt. Also richtig gute Sache. Bei Giratina sieht es richtig gut aus. Aber wozu? Braucht man ja eigentlich eh nicht. Ich bin natürlich auf die Urform gespannt. Wenn es da so gut läuft, wunderbar. Dann laufe ich also los. Bin gerade beim Dino vorbeigekommen. Und beim Dino, also eigentlich auf Höhe NKD, tippe ich einfach so einen Radfratz an und nehme noch einen shiny Radfratz mit auf dem Weg nach Hause. Richtig genial, auch gleich Screenshot gemacht, gleich mal in die Gruppe reingepresst. Habe mich natürlich gefreut, habe nämlich nur eins gehabt, jetzt habe ich das zweite. Kann also auch eins entwickeln, dass ich die Familie wieder voll habe. Und dann habe ich auch endlich mal meine Quest abgeholt aus dem Queststapel. Da war nämlich noch ein Shiny drin, und zwar ein Shiny Aerodactyl. Also auf dem Heimweg 2 Shinies mitgenommen und ein 98er Giratina. Dann habe ich nochmal auf den Stapel gedrückt. Da saß auch plötzlich noch ein Bisaflor. Das wollte ich eigentlich mit gelber Beere fangen für 20 Bonbons. Hat aber leider nicht geklappt. Ist immer wieder ausgebrochen und dann stand ich schon vor der Haustür, ne? Nicht das, was man hier dahinter sieht. Stand ich schon vor der Haustür, habe gedacht, okay, im Trubel habe ich dann aus Versehen eine goldene genommen. Dann ist es auch gleich drin geblieben. Aber auch dick ein Bisaflor noch mitgenommen und bin auf jeden Fall total gehypt jetzt. Und es, man weiß ja eh nicht mehr, wo man anfangen soll. Momentan einfach so viel los. Dialga weg, da wollte ich die Raids noch zeigen, machen. Jetzt Giratina zurück. Habe ich jetzt einen Giratina-Raid zwar nicht gezeigt, aber wie ich es gefangen habe, gleich das erste sozusagen am Erscheinungstag, 98er, mitgenommen. Morgen ist dann begrenzte Forschung mit Loturzel. Das ist auch richtig krass, von 11 bis 20 Uhr Loturzel. Dann ist der nächste Community Day ja auch schon bekannt. Diesmal Kindwurm, worauf ich ja die ganze Zeit schon warte, dass ich endlich mein 100-prozentiges entwickeln kann. Und das Kindwurm auch wieder genial. Auch wieder ein pfeffi grünes Shiny. Und ich bin gespannt, was die Attacke ist. Ob es was Besseres als Drago Meteor gibt. Vielleicht ja auch einfach Wutanfall, dass Bruder Lander eben auch ein richtig guter Drachenangreifer wird. Und als würde das nicht alles schon reichen, ist ja auch noch eine Ankündigung rausgegangen, dass die nächsten Events oder Safari-Zonen im Sommer bekannt gegeben werden am 4. April. Und darauf bin ich besonders gespannt, denn letztes Jahr waren wir ja bei der Safari-Zone in Dortmund. Da habe ich leider noch keinen YouTube-Kanal gehabt, da habe ich noch keine Videos gemacht, sonst hätte ich das natürlich auch alles festgehalten. Und bin gespannt, wo es diesmal hingeht, ob wieder was hier in Deutschland ist. Dann werde ich versuchen, natürlich dort auch am Start zu sein, dabei zu sein. Mal gucken, wer da diesmal mitgeht. Und es geht einfach immer weiter, immer. Ach so, ganz vergessen, der Earth Day steht ja auch noch aus mit Shiny Dick da. Das kommt ja auch noch. Der Earth Day 2019. Und wäre das noch nicht genug, ist das Fass noch nicht voll, kommt ja auch noch das Käfer-Event. Wo ihr dann natürlich wieder ein paar Sachen kriegen könnt. Leute spekulieren drauf, ob es dann auch Shiny Sichlor gibt oder nicht. Aber ihr könnt natürlich auch bestimmte andere Pokémon, die schon Shiny da sind, wieder neu erwerben. Und da bin ich auch gespannt, was das wird. Und mein Arm stirbt schon wieder ab. Deswegen mache ich das sonst eigentlich immer drin. Da wackelt die Kamera auch nicht so rum. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus.
Habt ihr heute auch schon einen Giratina-Raid gemacht? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Und was ist euer bestes Giratina, was ihr habt? Habt ihr einen 100er? Habt ihr einen 98er? Habt ihr einen Shiny-Radfratz? Schreibt's einfach mal alles in die Kommentare. Was ist euch heute so passiert? Richtig guter Tag. Das Wetter spielt auch mit. So muss es immer sein. Das war's aber von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.